Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Ja, wir haben in der letzten Folge unser kleines Dörfchen aufgebaut, das prima funktioniert. Warte mal, wieso ist da niemand? Genau, das habe ich. So, gut. Ja, und wir haben den ersten Turm der Gegner runtergeschossen mit unserem Steinwerfer, der einfach so über den Nil rüber. Wir haben auch was Cooles gesehen, nämlich nicht genügend Holz, genau, perfekt. Ja, wir haben gesehen, dass es da Tiere hat auf der Insel, Steine und noch ein Turm. Die Türme übrigens, das habe ich gemerkt, dass das nicht ganz geschichtlich korrekt ist. Das ist nur so eine kleine Anmerkung. Die Türme, wusste ich doch, dass es da noch mehr gibt, sind von den Griechen. Das stimmt, wie gesagt, geschichtlich nicht ganz, denn meines Wissens hatten die Griechen nicht wirklich Kolonien südlich von Ägypten. Oder zumindest ziemlich sicher nicht 1700 vor Christus. Falls doch, dann bestimmt nicht. Naja. Also, falls sie doch irgendwelche Kolonien dort hatten, dann könnt ihr mich gerne des Besseren belehren, aber ich glaube, die waren nicht so weit mit den Kolonien, also nicht so weit gekommen mit den Kolonien. So gut, also da hat es noch vier Türme, sehe ich das richtig? Ein paar Löwen, ein paar Krokodile und so Crap. Ja gut. Ja gut, 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 gut. Dann bauen wir doch gerade ein Transportschiff. Da hat es ja offensichtlich keine Truppen drauf. Also dann können wir gerade direkt mit dem Katapult rüber torkeln. Ja. Die unnötigen Gebäude da wegreißen. Nee, wir wollen ja das ganze Zeugs da nicht. Oder nicht unbedingt. So. Ja, sieht nicht schlecht aus. Kleine Insel. Wirklich schön mittig gelegen. Also wenn man da ein paar Türme, so zum Beispiel da und hier baut, da kommt wirklich nichts durch, ne? Das stimmt. Soweit. So, rein mit dir, Katapult. Steinwerfer. Ich vergesse es immer wieder mal. Es ist ein Steinwerfer, es ist kein Katapult. Und rausladen. Okay. Schlechte Idee. Der Krokodil will uns angreifen, ne? Vielleicht sollten wir doch vielleicht schnell den Löwen und den Krokodil da wegjagen. Okay, perfekt. Nein, 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 bleib ruhig. Bleib ruhig dahin. So, wie ihr seht, das erste, was wir tun, ist, die eingeborenen Tiere wegzuschießen. Katapult? Ja, ich nehme es mal an, das geht, ne? So 50 Schaden, das überlebt ein Löwe nicht. Auch in echt, ich nehme jetzt mal an, so ein Stein in der Fresse. Ne, das überlebt ein Löwe nicht wirklich. Auch ein Krokodil nicht. Also du kannst wieder zurück. Und du kannst noch was bauen. Du kannst eigentlich da drauf. Oh ja, genau. Und du schießt mal das Zeug da weg. Das ist super. Perfekt. So, du bist drauf. Was? Nein, du bist nicht drauf. Ah, ich habe nicht gesagt, du sollst da drauf. Hier mal diese Leute, die nicht drauf hören, was ich ihnen sage, ne? Unglaublich. So. Ah, jetzt verbrauchen wir wieder mal unser ganzes Holz. So mühselig uns angehäuft haben. Aber angehäuft ist ja nicht so gut. Das Geld muss arbeiten. Also die Rohstoffe, in diesem Fall ist es ja Holz. Wenn es einfach da herumliegt, dann ist es ineffizient. Es ist in Spielen genauso wie im echten Leben. So, weg damit. Geld unter der Matratze ist das Blödste, was man haben kann, zumindest wirtschaftlich betrachtet. So, wir können ein Dorfzentrum bauen und das machen wir auch. Die Frage ist, ja, machen wir. Wenn wir Pech haben, kann der Turm darüber schießen. Ja, dann ist es halt nicht so cool gelaufen. Ah, nein, er kann es nicht. Gut, wunderbar. Die Beobachtungstürme gehen weg. Perfekt, perfekt, perfekt. Vielleicht bräuchten wir nochmal einen, der da so ein wenig unser Städtchen verbessert und ein wenig andere Sachen da baut und so.
So, du hast nichts mehr zu tun? Dann bitteschön. Ein Bauernhof. Extra für dich. So. Ein paar Löwen zermatschen. Versteht mich nicht falsch. Ich habe eigentlich nichts gegen Löwen. Das sind coole Tiere. Ich mag die. Krokodile sind auch coole Tiere. Allgemein mag ich Tiere. Ne? Aber das Spiel will von uns, dass wir die Insel sichern. Und die Insel ist nur sicher, wenn die Tiere weg sind. Also typisch menschliches Verhalten. Ne? Kommen, sagen, das ist mein Gebiet, alles andere da rausschmeißen und dann denken, naja, vielleicht war das ökologisch nicht ganz toll. So, haben wir jetzt unseren. Ja, was baust du denn? Was haben wir noch nicht? Wir haben noch keine Baracke, keine Kaserne. Oh, Militär, das wurde besiegt. Und weg mit dem Typen da. So, einfach vollständigkeitshalber. Bam! Und weg. So, der Steinwerfer bleibt da. Für den Fall, dass irgendwelche Lachsfische uns angreifen oder so. So, haben wir jemanden bestellt. Gut. Du bist immer noch am Laufen. Sehr gut. Ja. Noch mehr Steine, bitte. Und gerade noch mal einen. Wir wollen ja ein wenig Effizienz in das Spiel reinbringen, ne? Gut, gut, gut. Können wir dann irgendetwas Cooles verbessern, neu machen? Ja. Oh, genau, Rad. Schnellere Dorfbewohner. Perfekt. Machen wir doch. Oh, und wir können danach einen Streitwagen bauen. Wir hatten das doch schon mal vor. Aber wir waren zu langsam oder zu schnell im Gold sammeln. Ich glaube in der vorletzten Mission. Ja, das war die vorletzte, glaube ich. Okay. Können wir sonst noch irgendetwas bauen? Ja, können wir bestimmt. Tempel. Nicht genügend Holz. Gut. Dann halt kein Tempel. Götter müssen warten, bis wir Holz haben. Tut mir leid, Götter. Aber wir haben ja 2000, außer wenn ein paar beleidigt sind, da gibt es immer noch 1900 Jahre etwas, die uns immer noch mögen. Ne? Also das ist kein Problem. Das ist schon okay so. Völlig in Ordnung, völlig legitim. Akademie könnten wir auch noch bauen. Uiuiui. Okay, Tempel. Bam. Wir bräuchten noch einen, der da hinten, da auf der Insel ein paar Türme baut, ne? Sonst wird es ein wenig mühselig. Also, das sieht eigentlich alles gut aus. Alle wissen, was sie zu tun haben. Sie bauen oder so. Wie viel kostet denn so ein Turm? Da haben wir ja den Typen. Also, Turm. 150 Steine. Ja, das haben wir. Und dann platzieren wir ihn so schön in die Ecke, dass so, dass er die ganze Engstelle da übersieht. Also nicht übersieht, sondern überblicken kann. So, tut mir leid. Er sollte ja nichts übersehen, was er durch will. Das wäre ja sonst sehr, naja, falsch von ihm. Nicht ganz bedürfnisentsprechend. Und ich nehme jetzt mal einen Darts. Das wäre auch eine gute Stelle. Oder da oben. Da oben. Damit wir gewarnt sind, falls irgendjemand unser Dörfchen angreifen will, ne? Naja, macht man das praktisch und taktisch. Und ja, eine Akademie bauen wir auch gerade. Denn sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Wollen wir gerade alles haben. Okay. Ja, komm, wir verbessern uns mit Typen. Wir haben ja Gold, wie blöd. Ich meine, dass wir noch keine Inflation haben. Das ist ja unglaublich. Und das ist ja natürlich so ein. Eine Anspielung auf ein anderes Spiel. Ja, gut. So, wir haben, glaube ich, alles gebaut, was wir bauen konnten. Gut. Wir könnten noch ins nächste Zeitalter. Wollen wir das? Nee, kommt, wir machen noch ein paar Verbesserungen und gucken, wie es so aussieht, ne? Ah, perfekt, du hast den Turm. Perfekt, dann bauen wir nochmal einen hier oben. Ja, bauen so. So am Eingang. Perfekt.
Yay. Hopliten? Ist ja geil, wir können Hopliten ausbilden in der Akademie. Gut, das ist jetzt auch mal geschichtlich nicht ganz korrekt. Hopliten waren ja die griechischen Einheiten. Die griechische Streitmacht, sagen wir es mal so, ihre Stärke. Soweit ich weiß, Ägypter hatten keine, aber wieder. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich meine, ich habe nur so das Schulwissen von der Antike. Ich habe nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Geschichte studiert oder so. Da müsst ihr nicht zu viel von mir erwarten. Okay. Also, hast du jetzt das Zeug verbessert? Ja, ja, komm, machen wir doch. Guck mal, plus 4 Schaden. Da. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ja, und wir sind eigentlich schon fast fertig, ne? Und du brauchst natürlich wieder mal Holz für ein neues Bauernhof. Naja, in 16%, 15, 14, 30, oh Gott, also irgendwann mal sehr bald. Ist diese Mission schon zu Ende? Naja, sieht gut aus, sieht gut aus. Perfekt vorbereitet für jegliche Angriffe. Okay, es ist noch nicht fertig. Wartet mal, was ist los? 2 Beobachtungstürme, oder? Unten. Finden große Blabla. Ja, haben wir. Bauen sie auf die Dorfzentrum, haben wir. Und 2 Wachtürme. Ah, müssen wir sie weiterentwickeln? Ach so. So, ja gut, machen wir. Warte mal, das ist Abwehrturm. Gut, wir müssen sie 2-mal weiterentwickeln in dem Fall. Kann das sein? Möglich ist es ja. Kommt, wir bauen noch einen Wall. Stimmt. Bauen wir einen Wall. Dann haben wir das Ding auch. Genauso unnötig wie das letzte Mal, ne? Einfach so. Böp. Nichts deckend, aber wir bleiben unserem Volke treu. So, hui. 6 plus 2. Bam. Okay, Alberto, jetzt müssen wir es nochmals entwickeln. Können wir nicht. Gut. In dem Fall müssen wir wohl doch noch weiter in die Eisenzeit, kann das sein? Okay, wir versuchen es jetzt mal. Zum Glück haben wir ja mehr als genügend Nahrung und Gold angesammelt, so über die Zeit. Aber wir können in der Zeit einen mittelgroßen Wall entwickeln. Sehen wir, wie das Ding so aussieht. Das wäre doch was. Wir haben es ja in der letzten Mission haben wir den bestellt. Und er ist sicherlich auch weiterentwickelt worden, aber ich habe sie irgendwie verpasst. Irgendwie habe ich ihn nicht angeschaut. Leider. Aber jetzt gucken wir mal, wie das Ding aussieht, wenn es mittelgroß ist. Okay. Prima. Ja, okay, die Entwicklung zum nächsten Zeitalter ist natürlich relativ langsam. Da können wir unseren Truppen. Oh ja, natürlich. Wir können Wagenschützen ausbilden. Ist ja cool. Machen wir. Das wollten wir, glaube ich, auch mal. Aber irgendwie haben wir es. Genau, eben die vorletzte Mission. Jetzt gucken wir mal, wie das Ding so aussieht. Priester haben wir ja schon mal gesehen. Steinwerfer haben wir da. Türme haben wir jetzt auch gesehen. Zerstört und selber gebaut und verbessert. Ah, das ist der mittelgroße Wall. Ja, sieht schon etwas stabiler aus. Hat auch 100 Punkte mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann verbessern wir unsere Kavallerie auch noch. Sonst fühlt sie sich benachteiligt und so. Also ich meine ganz ehrlich, der Speer ist sowieso schon sehr benachteiligt. Kann er ja wenigstens etwas Rüstung kriegen, ne? Oh, kein Gold mehr. Das ist nicht gut. Das wird nicht toleriert. Arbeitslose werden nicht toleriert in diesem Lande. Die werden gerade sofort zur Arbeit geschickt. Oh, das sieht doch episch cool aus. So ein richtig ägyptischer Wagenschütze. Yes. Ja, das sieht wirklich cool aus. Muss ich sagen. Ich mag die Einheit. Ja, okay, zwar nicht so viel Angriff, aber echt große Reichweite. Und ich nehme es mal, er ist schneller als ein
Normaler Bogenschütze, ja? Ja, eindeutig. Kann man wirklich schießen und weglaufen. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Der hat auch sogar tatsächlich noch etwas mehr Schaden. Das ist gut. Coole Sache. Mehr Gold bitte. Wenn wir es schon haben, dann bauen wir es gerade ab. Sonst holt es sonst noch irgendjemand. Yay, yeah, wir sind im neuen Zeitalter. Guckt euch das mal an. Das sieht doch so richtig entwickelt aus. Oh, der Tempel ist wirklich... Wow, was ist das denn? Angriffsstärke, Geschwindigkeit der Dorfbewohner erhöhen. Heiliger Krieg. Okay. Ah, ja gut. Fanatismus. Okay. Ja gut, ja gut. Sieht nicht schlecht aus. Cool. Also, unser Kornspeicher. Absolut episch aussehend. Oh, wir könnten zuerst die Befestigungsanlagen weiterentwickeln. Ja, kommt, wir gucken uns das Ding noch schnell an. Ja, auch die Lagergrube sieht jetzt etwas, ja, präsentabler aus. Nicht einfach nur irgend so ein Blum, sondern, ja, ja, das ist so ein richtig mächtiges Volk hier. So richtig geilen Sachen. Kaserne. Die Akademie sieht ein wenig kaputt aus, aber ja, nein, es ist ja nicht kaputt, aber so auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre es da irgendwie eingerissen. Auf den zweiten merkt man, dass das eigentlich geplant ist, aber... Die Häuschen, die werden... Guck mal, sie haben sogar einen eigenen Swimmingpool vor einem Haus, sehe ich das richtig? Hm, ist ja cool. Naja, da haben wir ja auch Wasser in den Wasserbrunnen, glaube ich, oder sind es einfach so blaue Kacheln? Ich weiß es nicht. Es sieht wie Wasserbrunnen aus. Wir einigen uns jetzt auf Wasserbrunnen und fertig. Oh, ja, machen wir das auch gerade. Es ist schon... Nee, noch nicht. Aber schon fast. Schon fast soweit. Metallurgie. Plus 3 Angriffsstärke. Oh, mach das mal. Ich will einfach mal so sowas sehen. So ein... Plus 7 ist es dann. 3 plus 7. Ja, und der Hafen sieht auch easy cool aus. Ich frage mich gerade, sind dann die... Ah, das ist also die Befestigung. Ja, das sieht wirklich respektabel aus. 400. Ja, ja, cool. Also, dann holen wir uns den Abwehrturm. Beenden das Spiel damit. Jetzt haben wir schon einiges davon gesehen. Sieht eigentlich cool aus. Können wir noch was Neues bauen? Stadtzentrum. Weltwunder. Ist ja cool. Holz, Steine, Gold haben wir. Ah, wir haben nicht genügend Steine. Schade. Sonst könnten wir mal so einen Weltwunder angucken. Naja, wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Mission, in der wir einen Weltwunder mal bauen. Obwohl, in Age of Mythology hatten wir das nicht. Hm. Ja, mal gucken. Vielleicht eines Tages bauen wir das. Einfach so Spaß. Weil wir zu viele Rohstoffe haben. Nur um unsere Gegner zu mobben. So. Ah, du bist so schwach, ich kann in der Zeit, in der du aufbaust, noch ein Weltwunder bauen. So in dem Stil. Also, kommt schon. Naja, schon fast so weit. Ich will eigentlich die verbesserten Werte noch schnell angucken. Das mal gehe ich nicht weg von da, sonst vergiss ich es wieder. So wie immer. Jetzt haben wir ja alles nachgeholt, was wir wollten. Bis jetzt zumindest. Und... Okay, 6, 7 plus 2. Okay, ist schon etwas besser. Ja. Sieht auch etwas respektabler aus. So, geschichtlicher Ausgang. Die Festungen am zweiten Katarakt bescherten der Region 300 Jahre lang Frieden. Verglichen mit der amerikanischen Geschichte würde dies dem Zeitraum von der Besiedlung Jamestowns in Virginia bis zum Ersten Weltkrieg entsprechen. Wieso? Vergleichen wir. Okay, ja. Nein, ich sollte politisch neutral bleiben. Ich meine, da gucken viele Leute zu. Ich will euch ja nicht manipulieren in eurer Meinung. Okay, um 1600 vor Christus stieg in Nubien eine neue Herrscherklasse auf. Okay, Fehler. Die Kuschisten, die stark genug wurden, um die ägyptische Herrschaft zu bezwingen und die Befestigungen zu zerstören. Okay, wir haben jetzt 1700 vor Christus.
am zweiten Katarakt die Insel da befestigt. 300 Jahre lang später, also 1600 vor Christus, da stimmt ja etwas nicht. Das seht ihr auch so, oder? Naja, egal. Zwischen 1550 und 1300 vor Christus kamen mächtigere Pharaonen nach Nubien zurück und eroberten es erneut, wobei sie diesmal ihre Herrschaft bis zum vierten Katarakt ausdehnten. Ja, das passiert, wenn man den Größeren anpöbelt, ne? Der kommt zurück und wenn er größer ist, dann nimmt er sich halt noch mehr. Okay, ja, das war so eine coole Mission, da haben wir einiges gesehen. Und ja, nicht unbedingt schwierig, aber wir haben einige Sachen gesehen aus dem Spiel, die wir noch nicht gesehen haben. Und ja, falls ihr sehen wollt, wie es so weitergehen wird, dann müsst ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.